Hi, ich bin der Max von Session und ich zeige euch heute von Eric aus der Expert Series den New Jazz. Dann kommen wir mal zum New Jazz. Wir haben hier einen super leichten Sumpfeche-Korpus. Also der Bass wiegt wirklich weniger als die meisten Vierseiter. Dann ein eher klassisches Design mit ein bisschen eigenen Innovationen drin. Also man hat den Cutaway hier unten zum Beispiel wesentlich weiter reingeschnitten, um besser an die höheren Lagen zu kommen. Dann hier ein Plexiglas-Schlagbrett. Sieht man auch eher selten, aber finde ich eigentlich ganz gut, weil alles andere würde hier eher komisch aussehen, denke ich mal. Dann hier zwei Bartolini Single-Coil-Tonabnehmer. Dann noch eine Bartolini Dreiband-Elektronik. Da haben wir hier vorne den Master-Volume, wo wir zwischen aktiv und passiv hin und her schalten können. Also rausgezogen ist passiv, reingedrückt aktiv. Dann hier der Panorama zwischen den Tonabnehmern. In der Mitte sind es beide, nach vorne der vordere, nach hinten der hintere. Dann haben wir hier Höhen, Mitten und Bässe, die wir am Bass regeln können. Und bei den Mitten können wir uns nochmal die Mittenfrequenz aussuchen. Da haben wir einmal Tiefmitten und Hochmitten. Finde ich eine ganz coole Sache, weil man echt beide Frequenzen ganz gut verwenden kann. Die Tiefen eher für ein bisschen jazzy, funky Geschichten und die hohen Mitten sind dann für Rockeinlagen auf jeden Fall super gut zu gebrauchen. Dann hier eine Hipshot-Brücke. Auch aus Alu, also super leicht. Ansonsten recht an diese klassischen Brücken angelehnt mit den Seitenreitern. Also wie immer Seitenlage super gut einstellbar und hinten die Oktavreinheit. Dann auf der Rückseite haben wir hier das Elektronikfach und einen sechsfach verschraubten Hals. Also sie haben es ziemlich gut gemeint. Dann hier auch der Hals ist nochmal, der Korpus ist nochmal zum Hals hingehend ausgeschnitten, damit man auch super gut weiter oben spielen kann. Dann ein dreiteiliger Ahornhals, sieht man hier oben ganz gut, die Teile. Dann Hipshot USA, also nicht die Nachbauten, die License, sondern die super leichten, super gut die Stimmung haltenden Hipshot-Mechaniken. Dann vorne hat man im Prinzip nochmal einen Echo-Aufleimer drauf gemacht, um einen homogenen Look zu kriegen. Dann hier vorne das Elric-Symbol, dann hier Nullbund, darf auch bei keinem Bass der höheren Klasse fehlen, einfach damit man die Saiten, damit sie ein bisschen ausgewogener klingen, wenn man auch die Leerseiten spielt. Ansonsten 24 Bünde Ahorn-Griffbrett ohne Inlays, also man hat hier oben natürlich die Inlays zur Orientierung, klar. Ja, das war es auch schon, was man zu dem Bass sagen kann. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Und zwar erstmal den Bass im Passivmodus mit beiden Tonabnehmern auf. Dann zeige ich euch jetzt erstmal den hinteren Tonabnehmer alleine. Und den vorderen. Thank you.
Und dann zeige ich euch einfach mal ein bisschen, was man mit der Klangregelung alles machen kann. Erstmal drehe ich die Höhen ein bisschen raus, dann die Tiefen mitten rein und die Bässe auch, um ein bisschen fetteren Jazzy-Ton zu bekommen. Dann drehe ich mir die Mitten ein bisschen raus, die Bässe und Höhen ein bisschen rein für so Slap-Funky-Geschichten. Und dann nochmal die Höhen auf neutral und dann die Hochmitten mal ein bisschen rein mit den Bässen für rockige und aggressivere Sachen einfach. So, das war's eigentlich schon zu dem Bass. Also wenn ihr einen super leichten, super gut bespielbaren Fünfseiter haben wollt, kann ich euch den Eric echt nur ans Herz legen. Ansonsten könnt ihr ihn bei uns im Ladengeschäft anchecken oder auf www.session.de bestellen. Ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. Ihr habt 33 Tage Money-Back-Garantie, 66 Tage Umtauschrecht. Und ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal.